Nur an Angela Merkel hat er sich bisher die Zähne ausgebissen. Alle anderen Kanzler seit Konrad Adenauer ließen den Fotografen Konrad Rufus Müller ganz nahe an sich heran. Über jeden der Kanzler erschien ein Buch mit herausragenden, ikonenhaften Fotografien, die man, hat man sie einmal gesehen, nicht mehr vergisst. Müller hat seine Modelle niemals denunziert, aber auf seinen Bildern verraten sie oft mehr, als ihnen lieb sein kann. Das ahnt vielleicht Angela Merkel. Hat sie deshalb Angst vor Müllers Nähe? Vor ein paar Tagen bekam der sie erstmals für wenige Minuten vor die Linse. Sie musste mit Müllers berüchtigt schnottriger Respektlosigkeit klarkommen. Vielleicht schaut die Kanzlerin sich jetzt die Ausstellung im Rheinischen Landesmuseum in Bonn an oder das neue Buch zum 70. Geburtstag des großen Fotografen. Wir empfehlen ihr außerdem den folgenden Beitrag. Jeder dieser Köpfe wurde millionenfach abgelichtet. Aber die Fotos von Konrad Rufus Müller unterscheiden sich. Sie sind unverwechselbar. Mit seiner Galerie der Kanzler wurde er bekannt. Als ich Adenauer fotografiert habe, war der Mann 65 Jahre älter als ich. Frau Merkel ist inzwischen 15 Jahre jünger als ich. Also ich habe da ja auch einen großen Bogen geschlagen. Als Kunststudent hatte er Adenauer zuerst gezeichnet, ehe er nach Bonn trennte, um dem Alten fotografierend nahe zu kommen, mit der alten Rollei seines Vaters. Damals stand der Adenauer auch politisch nah. Ich war ja auch mal in Berlin-Marienfelde, wo ich groß geworden bin, war ich mal Vorsitzender der Jungen Union. Aber die haben mich dann später rausgeschmissen, weil ich Willy Brandt fotografierte ab 1969. Und das war nicht opportun damals in unserem Ortsverein. Aus Licht meißelt Müller seine Figuren, als seien es Skulpturen, Denkmäler. Bei allem Pathos ist er aber kein Bewunderer seiner Figuren. Eher ein Romantiker. Zumindest ist es eine sehr emotional befrachtete Angelegenheit. Und es ist auch, hat auch viel mit Romantik zu tun, ja. Und mit Geheimnis. Also was ich ganz wichtig finde, dass man in meinen Bildern immer Geheimnisse sieht, die man in der heutigen Technik durch dieses Scannen und so kann man das alles auslöschen. Die Lust einer Frau beim Orgasmus. Die ungewohnte Skepsis im Gesicht eines Fernseh-Entertainers. Immer wieder Gesichtslandschaften. Müller schafft Intimität. Er entdeckt die Prominenten subjektiv neu, kommt ihnen manchmal unheimlich nahe. Dieses Foto von Helmut Kohl halten viele für sein Bestes. Frau Kohl widersprach. Daraufhin sagte Frau Richter Kohl, dieses Foto hätte nie veröffentlicht werden dürfen, weil, so wie Helmut Kohl dort auf diesem Bild den Betrachter anschaut, so schaut man nur seinen Lebenspartner an. Das heißt, so darf er nur mich anschauen. Das ist doch aber witzig, oder? Andere Fotografen produzieren aber Tausende von Fotos. Müller hat in 50 Jahren keine 3000 gemacht, ausschließlich Unikate. Jedes gibt es nur einmal. Und er drückt selten auf den Auslöser. Aber öfter als jedem anderen gelingen ihm Bilder von zeichenhafter Wucht. Ob von Prominenten oder Landschaften. Licht und Schatten, Lichtgestalten. In 50 Jahren hat er 22 Bücher veröffentlicht. Nun gibt es sein Lebenswerk in einem Band. Haltungen und Gesten, die alles erzählen. Ingrid Steger, die Schauspielerin. Der Torwart Oliver Kahn. Der Kanzler der Einheit. Putins stählerne Energie. Präsident Clintons Spiel mit der Macht. Und Ronald Reagans Abschied von der Macht. Nichts ist falscher, als von mir zu behaupten, ich sei der Hofberichterstatter oder Hoffotograf dieser Republik. Das ist der größte Unsinn, den ich mir überhaupt vorstellen kann. Es ist im Negativen ausgedrückt eine Täter-Opfer-Situation, wobei ich nicht das Opfer bin.
Am beeindruckendsten, wenn Müller Menschen in ihrer Umgebung aufgehen lässt. Solche Fotos erzählen mehr als alle Worte. Kardinal Ratzinger Strenge. Gerhard Schröder nimmt das Kanzleramt in Besitz. Oskar Lafontaine nach dem Attentat. Ein ungewöhnlich stiller Westerwelle. Und immer wieder Helmut Kohl, auch am Ende seiner Tage, wenn die Macht ihn verlassen hat.